Am Ende dieses Jahres ist vieles nicht mehr so, wie es einmal war. 2022 sind allzu viele gegangen. Auch er gehört dazu. Der spätere DDR-Rekordnationalspieler fällt schon als Kind auf. Für seine Heimatstadt Wismar trifft er beim 20:0 gegen Traktor Zuro 15 Mal das gegnerische Tor. Da hat sich herauskristallisiert, dass ich mich beim Toreschießen wohl nicht allzu dumm anstelle. Joachim Streich. Streich wäre einer der teuersten Spieler gewesen, die jetzt in Deutschland herumgelaufen wären, weil er genau das hatte, was alle Clubs suchen. Torinstinkt, der Ball muss rein, irgendwie muss der Ball ins Tor. Diesen Instinkt hatte er und er hat alleine Spiele entschieden, wo überhaupt nichts ging, wo die Mannschaft schlecht gespielt hat. Dann gab es eben einen Streich oder einen Müller oder einen Seeler, die dann die Spiele entschieden haben. Und das macht ihn so einmalig. Er war ein super Typ darüber hinaus und ein fantastischer Mensch. Der war ein Leck-mich-am-Arsch-Typ. Wenn er die Tests, die in der DDR üblich waren, der Cooper-Test, den hat er nie geschafft. Er hat ihn überhaupt nicht geschafft. Ich glaube, man hat ihm sogar Geld abgezogen. Jeder andere hätte sich Gedanken gemacht. Strich war das egal. Ihm war es absolut egal. Er hat gesagt, ich mache meine Tore, ich schieße meine Tore. Und so war sein Leben. Leck mich am Arsch, Typ, trifft ihn am besten. Drei, Man kann nicht auf dem Spielfeld Joachim rufen, drei Silben. Wenn man das tut, ist die Krähe tot. Die Sache ist erledigt. Also aus diesem Grund der Name Strich, die Abkürzung, die jeder benutzt hat. Strich ist das Wort, ist die Abkürzung, der Zuruf, der gereicht hat im Spiel. Er hat auch mal angerufen und sagt, er kommt zwei Tage später zum Trainerlehrgang nach Kienbaum, weil er malern muss. Stellen Sie sich mal vor, ein Nationalspieler kann sich nicht den Maler bestellen, er malert selber. Das war Strich, wie er leibt und lebt. Hab ihm die zwei Tage gegeben und den anderen das erklärt. Das war eben Achim Streich. Er war was Besonderes. Das 100. Länderspiel im Fußballtempel Wembley, im alten Wembley-Stadion und Streich sein 100. Und dann Gänsehautgefühl, als Peter Shilton, die Torwartlegende, dem Achim eine Kristallvase überreicht und sich die Zuschauer im Fußballtempel erheben und Standing Ovation für unseren Achim, geht mir heute noch nahe. In die Hall of Fame aufgenommen worden. Er war Fußballer des Jahres in der DDR zweimal. Er hat eine Bronzemedaille, er hat eine WM-Teilnahme. Er war viermal Torschützenkönig. Man kann immer weiter erzählen. Und heute drückt man ja auf sein Handy oder auf sein iPad und sucht YouTube. Und da kann man sich noch mal genüsslich die Dinge anschauen, die er vollbracht hat. In einer Zeit, wo die Plätze noch nicht billardmäßig wie heute gepflegt waren, wo im Schlamm gespielt wurde und Spiele nicht abgesagt wurden, weil Eis und Schnee auf dem Platz lag. Eben dort überall hat Achim seine Tore eingelegt, hat er sie gemacht und darum bleibt er unvergesslich. Eine Legende, die den Namen Legende im wahrsten Sinne des Wortes verdient hat.